Hallo Freunde, wir haben heute Samstag, den 13.11.2021 und es ist 20:02 Uhr. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Samstags-Stream. Ja, Thema habt ihr gesehen. Ihr wisst, worum es geht. Und wir machen heute auch die Verlosung von den beiden Artikeln vom letzten Samstag. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen das heute alles ein bisschen schneller, ziehen wir das durch. Oh Mann, ey, jetzt ist. Was ist das denn hier? So, ich habe noch gar nicht den Stream reingepackt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Heute geht es mir überhaupt nicht gut. Heute geht's mir so richtig beschissen. Was haben wir denn? Fangen wir mit Süßwasser an. Fangen wir mit Süßwasser an. Wieso macht ihr das nicht hier? Ach so, falscher Rechner. Nein, wir fangen mit Meerwasser an. Meerwasser. So, Moment, ihr wollt ja was sehen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Verdammt mich. Perfekt. Nein. Doch. Da ist er. So, da ist das Video. Der Begriff, der drin sein muss. So. So, jetzt ziehen wir den Gewinner für das JBL Coral Fluid, also das Futter für marine, also für Meerwasser,
niedere Tiere. Also das, also inklusive einer riesigen Menge an verschiedenen Vitaminen. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Starten wir einfach mal. Hallo, hallo. So, falsches Bild da. So, wollen wir mal gucken. Der Neudenker. Also ich sage Meerwasser. So, damit haben wir den Gewinner für das Coral Fluid. Du kannst mich direkt anschreiben oder du wartest, bis ich auf deinen Kommentar eine, also geantwortet habe. Also da einen Kommentar anfüge. Das kannst du halten, wie du möchtest. So. Wo bin ich denn hier? Da. So. Und jetzt kommen wir zur Ziehung. Also erstmal so 48 gültige Kommentare. So, und damit ihr nochmal seht, worum es geht. Also es geht hier um die JBL ProFlora CO2, um das Basic Set. Das ist eine Einweg-CO2-Flasche, 500 Gramm, mit einfachem Druckminderer, mit Blasenzähler, mit Rückschlagventil und mit einem CO2-Diffusor. Ja, und diese Anlage geht an. An. So, jetzt wollen wir mal schauen. An Laufente. Ja, herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Und ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Auf jeden Fall, spätestens morgen, gibt es einen Kommentar unter eurem jeweiligen Kommentar. Und dann brauche ich eure Rückmeldung. Und damit ihr mir eine Mail schicken könnt, ihr könnt mir auch direkt eine Mail schicken, weil meine Mailadresse findet ihr in der Kanalinfo auf meiner Kanalseite. Also auf der Kanalinfo-Seite. Da ist meine Mailadresse joachim.mund@freenet.de. Und wie gesagt, da könnt ihr mir auch direkt schreiben, wer ihr seid, was ihr gewonnen habt und eure genaue Lieferanschrift. Die brauche ich, weil sonst kann ich die Sachen nicht rausschicken. So. Und ja. So. Und wir kommen heute gleich zum Thema des Abends, weil irgendwie ist mir heute nicht besonders nach Stream. Ich habe eine Entscheidung zu treffen, die den Rest meines Lebens beeinflussen wird. Und auch hier unter anderem auch den Kanal beeinflussen wird und halt eigentlich alles beeinflussen wird. Und von daher, vielleicht geht es mir auch die letzte Zeit so scheiße, weil ich mich immer um diese Entscheidung herumdruckse. Und ja, ist eine schwierige Entscheidung, eine sehr schwere Entscheidung. Und also wirklich die schwerste Entscheidung, die ich
bisher jemals treffen musste, weil sie den größten Einfluss auf den Rest meines Lebens hat. Bisher, also so entscheidende Entscheidungen sind mir bisher abgenommen worden. Da bin ich meist vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das ist jetzt diesmal eine Entscheidung, die muss ich aktiv treffen, die muss ich selbst treffen. Im Grunde für mich selber habe ich sie auch schon getroffen, aber irgendwo komme ich mit dieser Entscheidung immer noch nicht so ganz klar. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich will euch hier jetzt hier nicht langweilen, deswegen kommen wir direkt zum Thema des Abends. Ich muss erstmal ein Schlückchen trinken, wenn mir so ein bisschen heute die Stimme wieder wegbleibt. Ja, Proxima. Oh, das ist nicht schön zu hören, aber du wirst schon die richtige treffen. Worum auch immer es gehen mag. Für die Streams sind wir jedenfalls immer dankbar. Ja, wie gesagt, das wird auch eine langfristige Entscheidung hier auf meinem Kanal haben. Ja, ob ich das weitermachen kann, so wie bisher, oder ob ich es komplett dran geben muss. Ja. Weil, wie gesagt, das ist eine Frage, die auch meine finanziellen Hintergrund extrem beeinflusst. Weil wenn ich die Entscheidung tatsächlich so treffe oder treffen muss, ja, also manchmal muss man Entscheidungen treffen, wie man es tut, damit es einem auf lange Sicht besser geht, damit man nicht dran verreckt. Dann müssen halt unter Umständen andere Dinge, die einem zwar wichtig sind, aber ja, die bleiben dann manchmal auf der Strecke. Ne? Und ja, mal gucken. Ne? Also die Entscheidung, die ich eigentlich quasi schon getroffen habe, bedeutet für mich, dass mir einfach der finanzielle Background fehlt, so weiterzumachen wie bisher. Und ich werde hier dann auch irgendwie den ganzen Kram dann geben müssen. Und werde mich wieder in Hartz IV begeben müssen. Ja, und da meine Behörde ja meine Unterstützung, also die Unterstützung, die mir eigentlich zusteht, quasi madig macht und mich da so mit Knüppeln zwischen den Beinen bedient, wenn ich das mal so sagen darf, wird mir gar nichts anderes überbleiben, als mein Gewerbe wieder abzumelden und hier den ganzen Mist dran zu geben. Ne? Und damit ich quasi wieder in Ruhe mein Hartz IV bekommen kann, ohne dass ich da ständig drangsaliert werde. Und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also im Moment, ich weiß es nicht wirklich, ob ich es so machen kann, wie ich es eigentlich müsste. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich möchte euch nicht weiter langweilen. Kommen wir zum Thema. Und danach machen wir für heute Feierabend. So. Also das Thema ist: Hilfe, mein Aquarium kippt, was ist zu tun? Ja. Es kann immer mal passieren, dass wenn ich ein paar Vorzeichen
missachte oder nicht richtig interpretiere oder interpretieren kann, dass mein Aquarium in eine Situation kommt, wo es quasi vor dem Kippen steht. Das heißt, im Prinzip, wo der Bodengrund nicht mehr in der Lage ist, die Belastungen abzufangen, die auch nicht vom Filter abgefangen werden können und die einfach zu viel für so ein Aquarium sind. Ja? Das bedeutet, dass der Bodengrund und schwerpunktmäßig hat, ist irgendwas mit dem Bodengrund zusammen. Wenn der Bodengrund eben dann anfängt zu faulen, ja, und das Wasser wird dann milchig, das Wasser fängt an zu riechen, es riecht unangenehm, es riecht nach Hafen oder im schlimmsten Fall sogar nach faulen Eiern. Ja, dann ist es natürlich schon extrem, dann ist natürlich die Frage, ob dann überhaupt noch Fische leben, ja, wenn man es so weit kommen lässt. Also das erste Anzeichen ist, dass das Wasser einfach milchig wird und unangenehm riecht. Ja, also wie der Hafen hinter der Anlegestelle der Fischer. Man kann in solchen Fällen kann man das Becken, also so wie es da steht, meistens nicht mehr retten. Das heißt, man kann nur hingehen und versuchen, die Fische zu retten. Ja, in der Regel sind dann auch schon die Pflanzen schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, möglicherweise auch schon komplett tot, und man wird sie wahrscheinlich nicht mehr retten können. Ja, und das heißt, im Prinzip möglichst schnell reagieren, ein Behälter oder mehrere Behälter mit Wasser aufbauen, um da möglichst die Fische zu retten. Ja, Fische rausangeln, Wasser ablassen, Bodengrund reinigen, beziehungsweise wenn er schwarz ist, dann nützt Reinigen auch nichts mehr. Dann kann man im Prinzip den Bodengrund nur noch austauschen. Ja, und Filter, genau das Gleiche, wenn man Filter dran hat. Ja, ich sag mal, beim filterlosen Aquarium ist die Gefahr, dass das passiert, also bei weitem geringer als bei gefilterten Aquarien. Also da passiert das öfter als bei ungefilterten Aquarien. Da kann man im Prinzip nur hoffen, dass man das Filtermaterial durch Auswaschen eventuell retten kann. Und im ungünstigsten Fall muss man auch das austauschen. Ja? Den Bodengrund austauschen, Filter austauschen oder zumindest reinigen und dann an einem leeren Eimer Wasser oder was erstmal laufen lassen, gucken, ob das Wasser in dem Behälter also wieder unangenehm wird, unangenehm riecht. Wenn nicht, wenn das Wasser schön klar bleibt und nicht unangenehm riecht, hat man zumindest den Filter retten können. Ja, aber ansonsten Bodengrund und Wasser, ja, und die Pflanzen wird man vermutlich nicht retten können. Entsprechend muss man also den Bodengrund austauschen und neue Pflanzen rein, neues Wasser rein und dann erstmal den Filter wieder in Gang bringen, um möglichst quasi den Schaden möglichst gering zu halten. Man muss ja schließlich dafür sorgen, dass die Fische, man kann die Fische ja nicht erstmal irgendwo unterbringen. Das heißt, die müssen ja auch mit wieder in das eigentlich frische Becken. Ja, wenn man es frühzeitig gemerkt hat, hat man vielleicht noch ein paar Eimer Wasser über Nacht abstehen lassen, dass also von daher nicht noch frisches Wasser reinkommt. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wenn man viel frisches Wasser verwenden
muss, dass man in diesem Moment also auf jeden Fall auch einen guten Wasseraufbereiter mitverwendet. Ja, oder überhaupt einen Wasseraufbereiter. In dem Moment würde ich vermutlich auch effektive Mikroorganismen einsetzen oder von mir aus auch ein anderes Bakterienpräparat für die Aquaristik. Das spielt da jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Nur, dass die effektiven Mikroorganismen da einfach günstiger sind. Ja, und dann im Prinzip Becken fertig machen, Filter anschließen, die Produkte ins Becken und dann, wie gesagt, den Filter erstmal eine Weile laufen lassen, erstmal gucken, wie sich das Becken verhält. Wenn es keine Probleme gibt, wenn es nicht mehr riecht, wenn es nicht mehr trübe wird, dann kann man unter Umständen, wenn die Temperatur und alles angepasst ist, kann man unter Umständen die Fische auch direkt wieder einsetzen. Man muss es natürlich beobachten, weil diese ganze Geschichte entspricht ja in etwa wieder einer Neueinrichtung, ja, einem Neustart. Wenn man das Filtermaterial auch nicht retten konnte, dann ist es ein totaler Neustart. Und dann kann man im Prinzip nur genauso verfahren, als wenn man sein Aquarium komplett neu gestartet hat. Ja. Das heißt, und das jetzt auch noch erschwerend, mit Besatz neu gestartet werden muss, ist es so, dass man also auch jetzt den Nitritpeak nicht mehr einfach aussitzen kann, sondern man muss also auf jeden Fall Nitrit im Auge behalten und dann, sobald man merkt, der Nitritpeak beginnt, dass der dann auch mit Wasserwechsel begleitet wird. Ja, also wie bei jedem anderen Neustart auch. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man den Filter an sich retten konnte oder beziehungsweise das Filtermaterial. Auch dann kann es zu einem Nitritpeak kommen, ja, weil also die Dekorationsmittel, der Bodengrund, die Pflanzen, weil das im Prinzip alles neu ist und dann entsprechend halt auch erstmal quasi einfahren muss. Ja, also in dem Moment ist es eben so, dass die Biologie im Becken halt noch komplett wieder frisch ist und dann wieder sich wieder komplett neu aufbauen muss. Ja, und das bedeutet halt, dass man also zumindest die ersten 3 Monate wieder mit allem rechnen muss, was man überhaupt nicht mag. Ja, erstmal Nitrit, eventuell vorher Ammonium. Ja, beim pH-Wert über 7, wenn man einen pH-Wert über 7 hat, muss man auch da aufpassen, dass man nicht plötzlich Ammoniak bekommt. Ja, also da muss man also auch Ammonium messen. Wenn der pH-Wert über 7 ist oder auf jeden Fall dafür sorgen mit Huminsäuren oder was auch immer, dass der pH-Wert unter 7 bleibt. Und ja. Und natürlich auch Algenprobleme jeder Art, Fischkrankheiten vermehrt und Ausfälle. Ja, also dieses ganze Prozedere, was mit einem Neustart auch zu tun hat. Ja, das ist das Problem bei Aquarien, die kippen. Ich meine, normalerweise ist es so, dass ein Aquarium nicht einfach so kippt. Ja, in der Regel gibt's Anzeichen. Ja, und es fängt meistens damit an, dass das Aquarium anfängt, unangenehm zu riechen. Ja, und das ist wirklich kein angenehmer Geruch. Ja, also, wie gesagt, nach Hafen und noch schlimmer halt nach faulen Eiern, weil dann ist es wirklich schon extrem gekippt. Ja, und also man muss darauf achten, die frühen Anzeichen dieses Kippens zu bemerken und entsprechend zu reagieren und dann gerade auch etwas gehäuft Wasserwerte messen, Bodengrund auch mal durchrühren und einfach mal gucken, ob da Gasblasen aufsteigen, wie die riechen, ob der Bodengrund großflächig schwarz geworden ist. Ja, das sind dann so typische Frühwarnzeichen. Ja, und die muss man halt
sehen, um es gar nicht, um das Becken erstmal gar nicht in die Situation kommen zu lassen, dass es kippt. Ja, kippen ist im Prinzip entweder aus Unwissenheit, weil man noch ein neuer Aquarianer ist, oder weil man aus welchen Gründen auch immer die Anzeichen nicht erkannt hat. Ja, berufstätig, stark eingespannt, nur Zeit mal eben ein bisschen Futter reinzumachen, gar nicht großartig gucken, ne? Arbeiten gehen schlafen. Ja, das sind dann so Dinge, da kann sowas dann unter Umständen schon mal passieren. Ja. Ja, also wie gesagt, Anzeichen erkennen, Anzeichen beseitigen, eventuell große Wasserwechsel dann, wenn sobald die Anzeichen oder erste Anzeichen zu sehen sind, große Wasserwechsel, regelmäßige oder öfter Reinigen des Filtermaterials mit Aquariumwasser. Und zwar, wie gesagt, es geht jetzt darum, bevor es kippt, ja, wenn die ersten Anzeichen kommen. Ja, dann muss man halt verstärkt Wasserwechsel machen, Ursache suchen, kommt zu viel Futter rein oder ist irgendwo, wie gesagt, gammelt der Bodengrund irgendwo, zu viel Mulm am Boden oder zu selten den Bodengrund sauber gemacht, dass der Bodengrund einfach komplett verschlammt ist. Ja, das sind alles so Punkte, die muss man beachten und muss man kontrollieren, ja, regelmäßig kontrollieren. Also wenn sich im Aquarium auch Mulm anreichert, wenn immer mehr Mulm irgendwo in den Ecken rumliegt und dieser Mulm fängt an dunkel zu werden und der wird dann pappig und legt sich also fest auf den Bodengrund und dann unter dem Mulm, der dann so pappig dunkelbraun schwarz wird, da entstehen auch die Fäulnisherde im Bodengrund. Ne? Und da muss man frühzeitig gegensteuern. Ja, oder wenn man merkt, dass plötzlich Pflanzen kaputt gehen, ja, in bestimmten Ecken Pflanzen kaputt gehen, dass also richtige Ecken plötzlich kahl sind, ja, dass da quasi nichts mehr wächst, ja, dann ist das ist schon ein echtes Alarmzeichen. Ja, und das wird sich also immer weiter ausbreiten. Ja, das sind so Dinge. Oder wenn zum Beispiel aus unerfindlichen Gründen Kryptokorallen anfangen, im laufenden Becken plötzlich die Blätter aufzulösen. Ja, die sogenannte Kryptokorallenfäule. Ja, das sind solche Warnzeichen, die man unbedingt beachten muss. Ja. Ja. Ich denke mal, das war das Wesentliche zu dem Thema. So, liebe Leute, seid mir nicht böse, aber wir machen für heute machen wir Schluss. Mir ist heute wirklich nicht nach weiteren Fragen und Antworten und wie gesagt, ich werde euch, ja, oder ihr werdet einfach sehen, wie es in den nächsten Tagen, eventuell Wochen hier abläuft, was passiert. Ihr werdet sehen, ob alles so normal weiterläuft wie bisher oder ob ihr Veränderungen seht. Ja. Ja, also ich weiß noch nicht, wie weit ich darüber sprechen kann. Also heute kann ich es nicht. Ne? Ich habe den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag war ich schon hier und hab den ganzen Tag mit meinem Hund gequatscht. Und hab die voll gelabert. Okay. Also in dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht nichts, was ich nicht auch täte. Und ja, ich hoffe, dass wir uns Montag, Donnerstag oder Samstag wiedersehen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Dankeschön und tschüss.